Ihr wollt zum Anfang einen kleinen Film zeigen. Da geht es um die Römerbergrede. Die kleine Rede, also Ausschnitt aus dieser Rede, wollen wir jetzt gleich zeigen. Dann seht ihr einmal den Hans-Jürgen Krahl und habt dann auch einen Eindruck, was damals, 1968 wurden die Notstandsgesetze verabschiedet. Und da hat er im Zusammenhang damit in den Protesten gegen die Notstandsgesetze, hat er auf dem Römerberg in Frankfurt eine Rede gehalten. Mehrere 10.000 Menschen sollen das gewesen sein. Hier haben wir einen Büchertisch, hier rechts, da ist auch ein bisschen hell, das kann man sehen. Da sind Bücher, die im Zusammenhang mit Krahl, seiner Praxis, seiner Theorie, wir da hingelegt haben. Die Herrschenden wollen der Bevölkerung mit allen Mitteln einreden, unsere Aktionen seien Terror. Um dies zu beweisen, schrecken sie auch vor offenen Lügen nicht zurück. Wir aber erwidern ihnen, Gewalt, das ist die Volksverhetzung der Bild-Zeitung. Gewalt, das ist die Vorbereitung der Notstandsdiktatur. Und dagegen nehmen wir das Recht des Geschlagenen in Anspruch, das elementare Recht auf Notwehr und Widerstand. Regierung und Bundestag versuchen uns einzureden, die Notstandsgesetze träfen nur Vorsorge für die Demokratie in Notzeiten. In der Tat, die Notstandsgesetze treffen Vorsorge. Aber Vorsorge für einen neuen Faschismus, Vorsorge für Zwangs- und Dienstverpflichtung, für Schutzhaft- und Arbeitslager. Die Notstandsgesetze, sagt man uns, ergänzen das Grundgesetz. In Wirklichkeit sind sie das Grundgesetz einer zur Zwangskaserne abgeriegelten Gesellschaft. Nach dem Tag der zweiten Lesung zu den Studenten, die den Forderungen ihres Sprechers Hans-Jürgen Krahl nach Generalstreik immer wieder zugestimmt haben, zählt auch Günther Ahmend, Mitglied des SDS hier in Frankfurt. Herr Ahmend, Studenten und Streik, ist das nicht nur Theorie? Haben Sie praktische Möglichkeiten? Wie stellen Sie sich das vor? Nun, wir können als Studenten nicht zum Generalstreik aufrufen. Das wird das Werk der Arbeiter selbst sein müssen und der Angestellten. Aber wir können natürlich als Studenten an unserem eigenen Arbeitsplatz an der Universität zum Streik aufrufen und dort versuchen, massenhaft den Universitätsbetrieb zu blockieren. Das haben wir getan, das haben wir vor allen Dingen in Frankfurt getan. Und wir hoffen auch gleichzeitig mit dieser Aktion, mit einer offenen, autonomen Universität, in die Arbeiter, Angestellte, denen alle hineingehen können, zeigen zu können, dass eine Volksuniversität gleichzeitig ja auch eine unserer politischen Forderungen ist, in denen dann eben Arbeiter die Bildungsungleichheit, die in unserer Gesellschaft herrscht, ausgleichen können. Damit ist dieser Kampf an der Frankfurter Universität schon beendet? Nein, dieser Kampf ist nicht beendet. Wir werden weiterkämpfen. Wir werden natürlich hoffen wir, dass am Mittwoch die vor allen Dingen die Gewerkschaftsjugend, mit der wir ja sehr eng zusammenarbeiten, in den Betrieben ihre Betriebsjugendsprecher mit Arbeitern diskutieren wird und in Frankfurt massenhaft ein Streik stattfinden wird. Und wir werden unterstützen, wir werden es versuchen, indem wir Flugblätter drucken, Flugblätter verteilen und dergleichen. Herr Fräulein Röbel, Sie sind eine junge Gewerkschafterin. Ist es mit der Zusammenarbeit Studenten und Junggewerkschafter nur eine Theorie, nur eine Parole oder gibt es das auch praktisch? Zunächst war es wohl nur mehr eine Theorie und eine Parole, da wir also gerade die Gewerkschaftsjugend von Seiten des DGB, also hier in Frankfurt, große Schwierigkeiten bekamen. Aber nachdem wir und die Studenten die Eigeninitiative ergriffen haben und uns also dann gegenseitig bei Veranstaltungen besucht haben, Gespräche aufgenommen haben, ist das also wohl nicht mehr Theorie, sondern also Praxis zurzeit. Fräulein Röbel, Zusammenarbeit lebt nur vom Erfolg. Glauben Sie, dass die Zusammenarbeit zwischen Studenten und jungen Gewerkschaften zu dem gewünschten Erfolg, das heißt zu einem Aufschieben der Notstandsgesetzgebung führen kann oder zu einem späteren Blockieren? Ich glaube, die Aktionen der letzten Zeit haben gezeigt, dass also unsere gemeinsamen Aktionen ein Erfolg waren und ich glaube auch weiterhin an diesen Erfolg. Mit der Verabschiedung der Notstandsgesetze steht die Uhr auf 12:05. Entweder wir beginnen jetzt mit der Organisierung des Widerstandes und mit dem Kampf für eine soziale Demokratie oder wir kommen nie dazu. Die Losung für die nächsten Tage kann nur sein, politischer Streik. Nur eine Welle von Streik ermöglicht schließlich den Generalstreik. Ich wollte jetzt was aus dieser Römerberg-Rede vorlesen. Und dann habe ich hier einen Vortrag aus dem Jahr 2004. Und da, das habe ich gekürzt, das lese ich anschließend vor. Und hier habe ich einen Abschnitt aus der Römerberg-Rede, wo Krahl sagt, worauf kommt es in dieser Situation für uns an?
Unsere Aktionen, unsere Streiks und Demonstrationen haben einen Sinn. Wir müssen eine neue Phase unserer Politik eröffnen. Unsere Demonstrationen sind längst kein bloßes Protestieren mehr. Wir müssen durch gemeinsame Aktionen eine breite kämpferische Basis des Widerstandes gegen die Entwicklung schaffen, an deren Ende sonst wieder Krieg und KZ stehen könnten. Unser Kampf gegen den autoritär bevormundenden Staat von heute verhindert den Faschismus von morgen. Wir haben nur eine einzige Antwort auf die Notstandsgesetze zu geben. Wenn Staat und Bundestag die Demokratie vernichten, dann hat das Volk das Recht und die Pflicht, auf die Straße zu gehen und für die Demokratie zu kämpfen. Wenn die Volksvertreter die Interessen des Volkes nicht mehr vertreten, dann wird das Volk seine Interessen selbst vertreten. Wenn mit konzertierter Aktion und Notstandsgesetz die Lüge der Sozialpartnerschaft den sozialen Terror verschleiern soll, dann gilt nur eines: den Unternehmern, die zur sozialen Unterdrückung nach den Notstandsgesetzen rufen, mit dem politischen Streik zu erwidern. Klassenkampf den Arbeiterfeinden. Und am Ende dieser Rede sagte er, also zu diesen 10.000 von Menschen an die gerichtet: Kolleginnen und Kollegen, angesichts dieses Notstands der Universität Frankfurt sind die Studenten von Frankfurt heute Morgen zur Besetzung ihrer Hochschule übergegangen. Sie werden von dort aus die Aktion mit euren Streiks verbinden, wieder vor die Betriebe ziehen und mit den fortschrittlichen Professoren und Assistenten in Arbeitskreisen politische Fragen diskutieren. In dieser Kampfsituation an der Universität brauchen wir eure Unterstützung und Solidarität. Helft uns, die Universität als ein Aktionszentrum gegen die Notstandsgesetze zu erhalten. Im Namen der streikenden Studenten von Frankfurt rufe ich euch auf, im Anschluss an diese Kundgebung mit uns in einem Demonstrationszug zur Universität zu ziehen und dort gemeinsam in einer kurzen Diskussion die Widerstandsmaßnahmen der nächsten Tage zu besprechen. Die Aussperrung der Studenten aus der Universität hat wieder einmal bewiesen, dass überall, wo die Menschen beginnen, sich ihr Handeln nicht mehr vorschreiben zu lassen, sondern selbstständig ihre Interessen wahrnehmen, der Staat und die Behörden zu Unterdrückungs- und Notstandsmaßnahmen Zuflucht nehmen müssen. Denn sie brauchen den unmündigen Menschen zur Aufrechterhaltung dieses Herrschaftssystems. Aber die großen Streiks der Arbeiterklasse in unserem Nachbarland Frankreich haben angezeigt, was die massenhafte Solidarität der Lohnabhängigen vermag. Auch in Deutschland haben mehrere wilde Streiks in den letzten Jahren, wie zum Beispiel bei Hanomag, gezeigt, dass die Arbeiter ihre gemeinsamen Interessen selbst gegen ihre Führung durchsetzen können, wenn sie solidarischen Widerstand leisten. Kolleginnen und Kollegen, Genossinnen und Genossen, mit der Verabschiedung der Notstandsgesetze steht die Uhr auf 5:55. Entweder wir beginnen jetzt mit der Organisierung des Widerstandes und mit dem Kampf für eine soziale Demokratie, oder wir kommen nie dazu. Die Losung hat die nächsten für die nächsten Tage kann nur sein: politischer Streik. Nur eine Welle von Streiks ermöglicht schließlich den Generalstreik. Politischer Streik am Dienstag, politischer Streik am Mittwoch, politischer Streik in den Betrieben, an der Universität und in den Schulen. Es lebe die praktische Solidarität der Arbeiter, Studenten und Schüler. Damit endet diese Rede. Vielleicht kurz noch zum Hintergrund. Es gab vorher eine Institutsbesetzung vom Institut für Sozialwirtschaft und dann wurde die Uni auch besetzt und ich glaube, da hat der Adorno auch die Polizei gerufen. Und die Polizei hat dann auch geräumt und da ist der Faden zwischen kritischer Theorie Adorno, Kral, den Hans-Jürgen Kral als seinen besten Schüler bezeichnet hat, ist dann offen geworden. Jetzt habe ich hier ein Papier, das habe ich schon erwähnt, das habe ich gekürzt, sagte ich schon, dass
zur Praxis der kritischen Theorie sich äußert. Untertitel: Hans-Jürgen Krahl und das unabgegoltene Erbe der Neuen Linken. Nach dem Scheitern der Revolution im Westen sahen Horkheimer und Konsorten den Marxismus in den 20er Jahren, also in der Gründungsphase des IFS, Institut für Sozialwissenschaften, ne? Sozialforschung, ja, zur schonungslosen Selbstkritik veranlasst. In dieser prinzipiellen Motivation, wie auch in der Orientierung auf eine Analyse des subjektiven Faktors, stimmten die Frankfurter insofern mit anderen marxistischen Erneuerern wie Lukács, Gramsci, Korsch, Reich oder Bloch überein. Das Schlagwort vom subjektiven Faktor meinte in diesem Diskussionszusammenhang des sogenannten westlichen Marxismus, dass sich die Kommunisten nicht ökonomistisch oder geschichtsoptimistisch auf den Zusammenbruch des Kapitalismus bzw. darauf verlassen dürften, dass ökonomische Krisen auch zur Überwindung bürgerlicher Subjektivität führten. Allen Bedenken zum Trotz begriff sich die kritische Theorie in ihrer Frühphase noch immer als intellektuelle Reflexionsform der Arbeiterbewegung. Jetzt kommt ein Zitat von Krahl. Der Gang der Auseinandersetzung zwischen den fortgeschrittenen Teilen der Klasse und den Individuen, welche die Wahrheit über sie aussprechen, ferner die Auseinandersetzung zwischen diesen fortgeschrittenen Teilen mitsamt ihren Theoretikern und der übrigen Klasse, ist als Prozess der Wechselwirkung zu verstehen, bei dem das Bewusstsein mit seinen befreienden, zugleich seiner antreibenden, disziplinierenden, aggressiven Kräfte entfaltet. Zitat Ende. Das änderte sich nach der pessimistischen, antitotalitären Wende der kritischen Theorie ab Ende der 30er Jahre. In einem autobiografischen Resümee der kritischen Theorie meinte Leo Löwenthal einmal, das war auch jemand von der Frankfurter Schule, wie, Zitat, wir haben nicht die Praxis hat uns verlassen. Alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte, denen man durchaus noch zugetraut hatte, sich dem Vormarsch der Barbarei eventuell noch in den Weg zu stellen zu können, hatten völlig versagt. Da habe ich 3 Fragezeichen dahinter gemacht. Alle haben nicht versagt. Wir haben vor kurzem einen Film gesehen im Cinema Quadrat über die Annette Langendorf, und die ja im Widerstand war. Ihr Mann war bei der Lichtleitergruppe, ist hingerichtet worden, zusammen mit 20 anderen. Und es hat Widerstand von der Linken gegeben, aber er war nicht stark genug, das ist klar. Für die ins Exil getriebenen und dem Holocaust entronnenen Frankfurter Juden waren angesichts von Auschwitz nahezu sämtliche theoretischen und praktischen Orientierungspunkte abhanden gekommen. Diese fast völlige Erschütterung des Restvertrauens in die Welt konnte sich nicht mehr mit einer Selbstkritik des Sozialismus oder Marxismus begnügen, sondern musste noch einmal ganz vorne und also beim geschichtlichen Verhältnis von Mensch und Natur anfangen. Interessanterweise ging diese radikale Enttäuschung über weitergehende gesellschaftliche Transformationsperspektiven bei der Neugründung des Instituts für Sozialforschung einher mit einem deutlich pragmatischen oder pragmatisierten, steht hier, Verhältnis zu bestehenden Institutionen und Gewalten. Die pessimistische Wende der kritischen Theorie vollzog sich auch institutsintern alles andere als reibungslos. So kann für die Rekonstruktionsphase der Frankfurter Schule nach der Rückkehr aus dem Exil, keineswegs von einer gleichmäßigen theoriepolitischen Orientierung gesprochen werden. Aus Horkheimers Sicht war die Gefahr einer neofaschistischen Restauration dermaßen akut, dass das Institut jede Form von politischer Provokation unterlassen sollte. Ganz in diesem Sinne riet Horkheimer Adorno nicht nur von einer beabsichtigten Kritik des Godesberger SPD-Programms ab und verhinderte nicht nur die Habilitation von Habermas,
nachdem dieser eine politische Kritik am pro-nazistischen Opportunismus Martin Heideggers veröffentlicht hatte. Horkheimer bot die Kapazitäten des Instituts auch an, um eine von Mannesmann in Auftrag gegebene Studie zum Betriebsklima durchzuführen und achtete bei öffentlichen Auftritten streng darauf, nirgendwo Zweifel an seiner antitotalitären Grundeinstellung aufkommen zu lassen. Weder Horkheimer noch Adorno zogen sich in den 50er und 60er Jahren aus Frustration über die restaurativen Verhältnisse an ihren Schreibtisch und ins Privatleben zurück. Vielmehr nutzten sie vor allem Radio, aber auch in der Universität und anderen öffentlichen Foren zahlreiche sich bietende Gelegenheiten, um die Notwendigkeit einer nonkonformistischen Intelligenz sowohl wissenschaftlich zu begründen als auch politisch zu inspirieren. Im praktischen Verhältnis zu sich selbst und im offenkundigen Widerspruch zu einer durchaus naheliegenden Lesart ihrer Hauptwerke lief also die politische Weisheit der Frankfurter Schule nicht etwa auf Selbstisolation, Eremitage und Defaitismus hinaus, sondern auf eine nur relativ unkonventionelle Form gelebter politischer Intellektualität. Ihre kritische Theorie hatten Horkheimer und Adorno zwar in vollem Ernst noch nie an die Arbeiterklasse oder ihre politische Bewegung adressiert, dieses für den westlichen Marxismus insgesamt charakteristische Schisma bedeutete nun aber auch nach der theoretischen Wende in den antitotalitären Pessimismus nicht, dass beide nur mehr noch, wie es in der Dialektik der Aufklärung hieß, für einen eingebildeten Zeugen, das war so ein Ausdruck, schrieben. Immerhin fanden sie in Teilen der intellektuellen Öffentlichkeit ein nicht nur dankbares, sondern durchaus auch lernwilliges und selbstkritisches Publikum. Zu diesem lernwilligen Publikum zählte auch Hans-Jürgen Krahl, Sohn rechtskonservativer Bildungsbürger aus Niedersachsen, der Mitte der 60er Jahre nach Frankfurt gekommen war und sich dort rasch dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund angeschlossen hatte. In dem nach seinem plötzlichen Unfalltod veröffentlichten Band von Schriften, Reden und Entwürfen aus den Jahren 66 bis 70 finden sich zunächst eine Reihe von Hausarbeiten, Thesenpapieren und Referaten, die Krahl zu Seminaren von Horkheimer, Adorno, Alfred Schmidt und anderen angefertigt hat. Sie zeugen von einer intensiven philosophischen Marx-Lektüre und einer überaus fruchtbaren Aneignung dessen, was Perry Anderson später als westlichen Marxismus bezeichnet hat. Theoriegeschichtliche Ereignisse wie die Werke von Lukács, Korsch, Lefebvre, Sartre, Marcuse, Horkheimer und Adorno wurden von ihm, wenn der Eindruck der Exzerpte nicht täuscht, nicht bloß in der Manier abstrakter Bildungsgüter zur Kenntnis genommen und sortiert, sondern wahrhaft studiert, durchgearbeitet und dialektisch weitergedacht. Adorno bezeichnete sogar einmal Krahl als einen seiner begabtesten Schüler, hatte ich Ihnen schon gesagt. Diese Wertschätzung und Anerkennung von Seiten des akademischen Lehrers änderte allerdings nicht daran, dass Krahl sich zunehmend jener Widersprüche der Frankfurter Schule bewusst wurde, die eine studentische Basisgruppe Soziologie folgendermaßen formulierte. Zitat: Wir haben keine Lust, die linken Idioten des autoritären Status zu spielen, die kritisch in der Theorie sind, angepasst aber in der Praxis. Wir nehmen den Anspruch Horkheimers ernst, den er in dem 1934 veröffentlichten Aphorismenband Dämmerung formuliert hatte. Jetzt Zitat von Horkheimer von damals: Die revolutionäre Karriere führt nicht über Bankette und Ehrentitel, über interessante Forschung und Professorengehälter, sondern über Elend, Schande, Undankbarkeit, Zuchthaus ins Ungewisse, das nur ein fast übermenschlicher Stern erhält. Von bloß begabten Leuten wird sie daher selten eingeschlagen. Zitat Ende.
Im folgenden Abschnitt soll deshalb anhand der Zeitdiagnose Krahls dargestellt werden, welche Bestimmungen der gesellschaftlichen Lage in Mitte der 60er Jahre zu praktischen Konsequenzen trieben und welche Rolle dabei die Widersprüche spielten, in die die kritische Theorie, nicht zuletzt von der Protestbewegung der Lehrlinge und Studenten, getrieben wurde. Umrisse einer alternativen Zeitdiagnose, Zuspitzung statt Stillstellung gesellschaftlicher Widersprüche. Krahls Zeitdiagnose setzt sich aus drei Hauptteilen zusammen. Erstens folgt er den vor allem von Pollock und Horkheimer frühzeitig angefertigten Analyse des autoritären, mit Faschisierungspotenzialen aufgeladenen Staates. Dessen Funktionsweise zeichnet es zweitens aus, dass sozialdemokratische und stalinistische Erben der traditionellen Arbeiterbewegung weitgehend in das System autoritärer Herrschaft integriert worden sind. Konnten Adorno und Horkheimer sich mit dieser Gegenwartsbestimmung des Kapitalismus unter Umständen gerade noch einverstanden erklären, die politische Konsequenz Krahls missbilligten sie auf alle Fälle. Er ging nämlich im denkbar krassesten Widerspruch zu ihnen von der Aktualität der Revolution sowohl in den Zentren als auch in den Peripherien aus. Im Übrigen, alle, die im SDS waren, war ich ja auch drin, in Mannheim. Im Folgenden möchte ich deshalb auf diese drei zeitdiagnostischen Theoreme kurz eingehen. Im Unterschied zu den klassischen Imperialismustheorien der zweiten und dritten Internationale, Hilferding, Hakautsky, Lenin, Luxemburg und Bucharin, sind die Ende der 30er Jahre zuerst von Pollock und Horkheimer vorgelegten Analysen und Beschreibungen des autoritären Staates nicht als Krisen, sondern schon eher als Stabilisierungstheorie angelegt. Die Herrschaft der Trusts und Monopole, der massive Eingriff in Produktions- und Austauschbeziehungen und die bürokratische Bevormundung aller Bürger durch staatliche und parastaatliche Administration ließen Horkheimer zufolge sich nicht mehr umstandslos als definitiv letzte Phase kapitalistischer Krisensuspendierung begreifen. Vielmehr hatte sich die Gefahr vergrößert, dass dem Kapitalismus des autoritären Staates Machtressourcen in einer Größenordnung zugewachsen waren, die die terroristische Stillstellung gesellschaftlicher Antagonismen erstmals auf lange Sicht möglich erscheinen ließen. Planungs-, Verwaltungs- und Leistungskapazitäten des autoritären Staates speisten sich Horkheimers und auch Krahls Ansicht nach nicht zuletzt aus den autoritären Dispositionen der Bevölkerungsmassen. Zusammen mit den Zwangsroutinen des Alltagslebens in der industriekapitalistischen Zivilisation waren diese von den klassischen Imperialismus-Theoretikern entweder für irrelevant erklärt, also diese Disposition, oder im schlimmsten Fall sogar affirmiert worden. Für die Epoche des autoritären Staates, der übrigens sozialdemokratische Regime ebenso umfasste wie faschistische und stalinistische, registrierte Horkheimer einen fatalen Umschlag von Volkssouveränität in verallgemeinerte Knechtschaft. Statt auf dem Weg eines Gesellschaftsvertrags die Freiheit aller zu verwirklichen, leistete die Monopolisierung der Gewalt im Staatsapparat einen in all seiner Modernität lückenlosen Beitrag zur Herausbildung ebenso disziplinierter wie funktionstüchtiger Bevölkerungsmassen. Durchaus fraglich ist nach Krahls Ansicht deshalb, ob die revolutionäre Theorie noch als Kritik der politischen Ökonomie möglich ist oder schon, wie Marcuse es unausgesprochen annimmt, als Kritik der politischen Technologie geschrieben werden muss. Zitat Ende. Dem Theorem des autoritären Staates wird aus heutiger Perspektive des Öfteren vorgeworfen, seine relative Gültigkeit für die Periode des fordistischen Kooperatismus, nach dessen Zusammenbruch inzwischen vollkommen eingebüßt zu haben. Neoliberale Marktsteuerung,
also das soll die Situation von heute sein, Privatisierung und Deregulierung öffentlicher Dienste könnten von einer solchen Zeitdiagnose nicht annähernd mehr erfasst werden. So irreführend die Behauptung sicher wäre, an Funktionsweise und Dynamik kapitalistischer Entwicklung hätte sich in den vergangenen 3 Jahrzehnten, jetzt sind es ja schon mehr, nichts verändert, so erkenntnisfördernd kann die Infragestellung einer mutig gewordenen Kapitalismuskritik sein, die sich dadurch disqualifiziert, neoliberale Ideologen einerseits sehr weitgehend beim Wort zu nehmen und andererseits autoritäre Faschisierungspotenziale im Kapitalismus schlichtweg zu verleugnen. Erstens sind ökonomische Konzentrations- und Vermachtungsprozesse im oft sogenannten Postfordismus nicht etwa revidiert, sondern ganz im Gegenteil auf internationaler Stufenleiter nochmals zusätzlich verschärft worden. Die Möglichkeiten transnationaler Konzerne im Zulieferungsbereich auf Vorprodukthersteller, im Produktionsprozess auf Arbeitskräfte, im Absatzprozess auf Konsumenten und im sozialen Raum auf verschiedene Standorte originärpolitischen Druck auszuüben, sind durch schiere Größe und durchgreifende Senkung der Transaktionskosten erheblich gesteigert worden. Zweitens lässt sich in den Zentren des Kapitals nicht etwa eine durchgreifende Schwächung, sondern höchstens eine Umstrukturierung unvermindert mächtiger Staatsapparate beobachten. Dies gilt nicht nur, wie gelegentlich noch bemerkt, für den Ausbau der Repressionsorgane, die Remilitarisierung der Außenpolitik und die Eliminierung des Scheins parlamentarischer Mitbestimmung. In jahrzehntelang unvorstellbarem Maße diszipliniert der Staat als ökonomische Autorität auch das Erwerbslosenheer und mit ihm die noch erwerbstätigen Mehrheiten der Arbeiterklasse. Gleichzeitig organisiert der Staat zum Zwecke der Profitratensanierung mit aller Macht die Sozialisierung von Kostenpunkten und die Privatisierung von Gewinnspannen. Drittens lässt die Destruktivkraftentwicklung in der Rüstungs-, Gen- und Manipulationstechnologie an den Albträumen von Orwell und Huxley längst Alterungserscheinung offenkundig werden. Für die brandgefährliche Aktualität autoritärer Potenziale im Gegenwartskapitalismus spricht nicht zuletzt viertens, dass sich in Europa allenthalben Unterströmungen, Bewegungen und Parteien des extrem rechten Scheinprotests formiert haben, sieht man jetzt gerade bei Corona-Protesten, bei vielen, der noch dem autoritären Staat Knochenerweichung im Kulturkampf für Sekundärtugenden und gegen barbarische Horden vorwirft. Angesichts derartiger, hier nur in aller Kürze aufgelisteten Tendenzen, erscheint Krahls vor 35 Jahren, das war also 2004, jetzt muss man noch 18 Jahre dazu rechnen, sind also schon über 50 Jahre, vor 35 Jahren ausgesprochene Warnung vor einer autoritativen Verstaatlichung der Gesellschaft und der totalitären Enddimensionalisierung einer technologisch durchrationalisierten Lebenswelt alles andere als veraltet und überholt. Dieser Eindruck verstärkt sich beim Rückblick auf den zweiten Hauptbestandteil der Krahlschen Zeitdiagnose, der sich auf die Integration ehedem antagonistischer Kräfte ins System autoritärer Herrschaft bezog, und zwar sowohl im innergesellschaftlichen als auch im weltpolitischen Maßstab. Krahl stand wie auch Horkheimer der Wohlfahrtsstaat fordistischer Prägung vor Augen, dessen sozialreformerische Tendenz geeignet war, die einstmals revolutionären Organisationsformen der Arbeiterklasse in die autoritäre Exekutive zu integrieren. Er schloss sich sogar dem für heutige Ohren ungewohnt harten Urteil von Herbert Marcuse über diesen Wohlfahrtsstaat an. Jetzt ein Zitat von Marcuse, das ist aus der eindimensionalen Mensch, das haben wir hier auf dem Büchertisch.
Und das hat er zitiert in dem Buch Konstitution und Klassenkampf. Darum geht es also heute hauptsächlich. Also Zitat: Der autoritäre Wohlfahrtsstaat stellt das Bild einer historischen Missgeburt zwischen organisiertem Kapitalismus und Sozialismus, Knechtschaft und Freiheit, Totalitarismus und Glück vor. Der autoritäre Staat ist die kapitalistisch verzerrte Karikatur des Sozialismus. Der autoritäre Staat kann als Karikatur des Sozialismus erscheinen, weil die monopolkapitalistische Anerkennung der Arbeiterorganisationen diesen Mitbestimmungsmöglichkeiten, Planungskompetenzen und Regierungsbeteiligungen eingebracht hat. Eine reformistische Überwindung des Systems rückte damit in den Bereich des zumindest Denkbaren. Die gleichzeitige Entmündigung, Fremdbestimmung und Passivierung der abhängig Beschäftigten durch ihre eigenen Organisationen verdeutlicht gleichwohl die Funktionalität dieses Sozialkooperatismus für das Weiterbestehen des Systems. Kral verfolgt diese Tendenz zur Integration der Sozialdemokratie in die Apparaturen des autoritären Staates bis zum Ersten Weltkrieg zurück. Schon damals sei der technikoptimistische Fortschrittsglaube der Arbeiterbewegung ein Einfallstor für reformistische Illusionen über die graduelle Veränderbarkeit des organisierten Kapitalismus gewesen. Unvermindert aktuell klingt Krahls Urteil über die Dominanz sozialpartnerschaftlicher Orientierung in den Gewerkschaften. Diese hätten sich der Politik der konzertierten Aktion mit Staat und Kapital nicht etwa aus Zufall untergeordnet, sondern erfüllten damit nur die ihnen im System des autoritären Staates zugewiesene Funktion. Jetzt kommt ein Zitat von Krahl. Die deutschen Gewerkschaften haben nach dem Krieg so gut wie nichts getan, um die Arbeiter davon zu überzeugen, dass der Streik nicht nur ein berechtigtes, sondern ein notwendiges Mittel der Wahrnehmung politischer und sozialer Interessen ist. Sie haben hilflos wenig getan, um die Massen zur mündigen Selbstwahrnehmung materieller Ansprüche anzuleiten. Sie haben jene nur allzu oft in trügerischer Sicherheit gewiegt. Zitat Ende. Sozialpartnerschaft mit dem Kapital einerseits und widerstandslos hingenommene Entmündigung der eigenen sozialen Basis andererseits, was Krahl für die politische Integration einstiger Antagonisten des Kapitals herausgearbeitet hat, kann heute problemlos auch auf diejenigen Bewegungen und Kräfte angewandt werden, die im engeren oder weiteren Sinne auch der Studenten- und Lehrlingsbewegung Ende der 60er Jahre hervorgegangen sind. So kann zwar über zivilgeschichtliche Variationen im Modus autoritärer Integration noch debattiert werden. Offenkundig ist aber, dass sich in den neuen sozialen Bewegungen, den in den 70er Jahren ebenfalls nach links gerückten Gewerkschaften und in der Grünen Partei soziale, ökologische, basisdemokratische und gewaltfreie Orientierungen in ihr reines Gegenteil verkehrt haben. Die neue Regierung ist das beste Beispiel dafür. Ende der 60er Jahre, vor einer ähnlichen Herausforderung wie wir heute, autoritäre Tendenzen im Kapitalismus verschärfen sich im Maße der politischen Integration ehedem systemkritischer Kräfte in eine faktische Allparteienkoalition. Horkheimer machte sich selbst angesichts von großer Koalition, Notstandsgesetzen und autoritären Hetzkampagnen nicht einmal mehr mit dieser Zustandsbeschreibung eines sich alternativlos präsentierenden autoritären Systems einverstanden erklären, sondern machte sich unter Zuhilfenahme widerwärtiger anti-asiatischer Ressentiments ganz offen zum Fürsprecher von US-Imperialismus und antikommunistischer Blockbildung. Weiß ich zwar nicht, aber ich denke, das wird schon stimmen. Trotz dieser Widersprüche blieb auch Krahls Zeitdiagnose in wesentlichen Teilen
dem verhaftet, was Horkheimer und Adorno in den 30er und 40er Jahren über eine sich verfinsternde Welt rivalisierender Gruppen von Räuberstaaten geschrieben hatten. Die bis hierhin also lediglich im Latenzstadium befindlichen Differenzen brachen vollends auf, als Gral aus der Bestimmung gesellschaftlicher Entwicklungstendenzen nicht etwa den Schluss zog, alles politische Handeln sei vergebens, sondern als er auf der Aktualität der Revolution beharrte, die den dritten Hauptbestandteil seiner politischen Perspektive konstituierte. Vor dem Hintergrund der Beschreibung des autoritären Staates musste die Annahme von der Aktualität der Revolution zunächst voluntaristisch erscheinen. Der Revolutionär sah sich übermächtigen und quasi totalitären Integrationsmechanismen gegenüber, verbot sich aber Rückzug und Resignation und verlangte von sich und anderen stattdessen eine verstärkte Anstrengung des Willens, mithin eine kreative Schöpfung politischer Subjektivität. Und tatsächlich maßen Gral und Dutschke in ihrem Organisationsreferat vor SDS-Delegierten dem Voluntarismus eine neuartige historische Bedeutung bei, die die Treffsicherheit der traditionellen marxistischen Anarchismuskritik einzuschränken imstande sei. Gerade aufgrund der kapitalistischen Entwicklungslogik, die an ihr Ende gelangt und in den integralen Etatismus übergegangen sei, stünde ihrer Auffassung nach aktuell die Revolution auf der Tagesordnung. Den Hintergrund für diese Rehabilitierung des Voluntarismus und auch seine Überzeugungskraft bildete aber das Aufbrechen der formierten Gesellschaft. Da hat auch Erhard, glaube ich, von geredet, von der Gesellschaft, der Bundeskanzler früher. Die spontane Entstehung systemimpositioneller Strömungen in den Metropolen und vor allem der Aufschwung antiimperialistischer Befreiungsbewegungen in den Peripherien des Kapitals. So sehr also gerade aus rhetorischen Gründen das Lippenbekenntnis des jungen Horkheimer zum Primat des revolutionären Willens zitierte, nichts hatte ihn so sehr in einem politischen Gegensatz zu seinen akademischen Lehrern wie die antiautoritäre, gegen das Establishment gerichtete Bewegung der Schüler, Lehrlinge und Studenten. Auch wenn die Analyse des integralen Etatismus anderes nahezulegen schien, hier konnte im Ernst nicht mehr von einer Stillstellung und Überformung, sondern im Gegenteil von einer Reaktualisierung und Zuspitzung gesellschaftlicher Auseinandersetzung gesprochen werden. Jetzt kommt wieder ein Zitat von Gral. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kapitalismus ist die Revolution eine global gegenwärtige und anschauliche Möglichkeit, die sich als bewaffneter Kampf freilich nur an der Peripherie der spätkapitalistischen Zivilisation den unterdrückten und verelendeten Ländern der Dritten Welt verwirklicht. Die schon erwähnte abstrakte Gegenwart der Revolution der Dritten Welt liefert der Protestbewegung in den Metropolen ein neues weltgeschichtliches Bezugssystem, an dem sie die Möglichkeit der Organisation einer eigenen revolutionären Politik orientieren kann. Ich glaube, der Che hat gesagt, 1, 2, 3, viele Vietnams, wurde auch oft auf Demos gerufen. Gral hielt die Revolution aber nicht nur für aktuell, sein Begriff von ihr ging auch über den der traditionellen Linken deutlich hinaus. Jetzt ein Zitat von Gral wieder. Sinn der Revolution ist, dass die Menschen die von ihnen gemachte Geschichte mit Bewusstsein machen, dass die Menschheit keine neue Arbeit beginnt, sondern nur mit Bewusstsein ihre alte zustande bringt. Das letzte Gefecht soll die schäbige materialistische Doktrin der kapitalistischen Realität, der zufolge das materielle Sein, das Bewusstsein bestimmt, nicht etwa verwirklichen, sondern endgültig außer Kraft setzen. Zitat Ende. Zur Praxis politischer Intellektualität im gesellschaftlichen Kämpfen. Vor dem theoretischen Hintergrund der Gralschen Zeitdiagnose und ihrer drei Hauptbestandteile, autoritärer Staat, Integration politischer Antagonismen und Aktualität der Revolution,
möchte ich am letzten Teil auf praktische Konsequenzen und also auf die Aktivitäten Hans-Jürgen Karls als politischer Aktueller in der Studentenbewegung näher eingehen. Auch das in drei Schritten. Zunächst möchte ich den Modus der Einmischung in die verschiedenen Kämpfe der zweiten Hälfte der 60er Jahre thematisieren. Dann Karls auf diese Auseinandersetzung bezogene Reflexion des Gegensatzes von autoritären Kaderparteien und politischem Spontaneismus vorstellen und schließlich zur Ideologiekritik des anti-autoritären Bewusstseins kommen, die für ihn so etwas wie eine Zwischenbilanz der Studentenbewegung und ihrer inneren Widersprüche war. Zum ersten Punkt. Als Mitglied des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes waren die Kämpfe dieser Organisation auch weitgehend diejenigen Hans-Jürgen Karls. In einem Redebeitrag auf dem Berliner Vietnamkongress, da haben wir ein Buch dazu, 1968, schlug er vor, die praktische Solidarität mit der vietnamesischen Revolution durch die Entfaltung einer Kampagne gegen die NATO zu vermitteln, die umfunktioniert werden sollte zu einem Instrument gegen die sozialrevolutionären Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt. Die schrittweise Herausbildung einer gegen die NATO gerichteten Bewegung in den Metropolen könnte einerseits organisatorische Voraussetzungen für eine praktische Internationalisierung des Protests in Europa schaffen und perspektivisch zur Herausbildung einer inneren und insofern zweiten Front gegen den US-Imperialismus und seine Verbündeten führen, womit sich gleichzeitig der militärische Bewegungsspielraum des Vietcong verbreitert. Auf dem Frankfurter Römerberg sprach Karl im Mai 68 auf einer vom hessischen DGB veranstalteten Kundgebung, haben wir eben den kleinen, gegen die Notstandsgesetze und prangerte bei dieser Gelegenheit die allzu zögerliche und vorsichtige Kritik der Gewerkschaften an. Notstandsgesetze leiten keineswegs erst einen Zustand der Gewalt ein. Sie sollen vielmehr einen Gewaltzustand rechtfertigen und forttreiben, der schon längst begonnen hat. Die Herrschenden wollen der Bevölkerung mit allen Mitteln einreden, unsere Aktionen seien Terror. Um dies zu beweisen, schrecken sie auch nicht vor offenen Lügen zurück. Wir aber erwidern ihnen, Gewalt, das ist die Volksverhetzung der Bild-Zeitung. Gewalt, das ist die Vorbereitung der Notstandsdiktatur. Und dagegen nehmen wir das Recht der Geschlagenen in Anspruch, das Elementarrecht auf Notwehr und Widerstand. Zitat Ende. Karl und der SDS nutzen verschiedenste Formen und Foren, um ihre Grundsatzkritik und die aus ihr abgeleiteten Konsequenzen zur Geltung zu bringen. Kongresse, öffentliche Reden, Teilnahme an Diskussionspodien, Teach-ins, Zeitschriftenbeiträge und vor allem unermüdliche Überzeugungsarbeit an der Basis, im Seminar und in der Kneipe. Zu seinen wohl prominentesten Interventionen zählte der Versuch zur Politisierung und Umgestaltung der Hochschule. Das ist übrigens überall eigentlich gelaufen. In Berlin, auch in Mannheim sogar. Es gab Basisgruppen, es gab Projektgruppen, es gab, ich habe ja damals erst in Mannheim studiert, wir hatten auch eigene Zeitungen, wo wir die herrschende Lehre kritisiert hatten. Ich habe ja Volkswirtschaft in Mannheim studiert und das wurde dann, wir haben hier Wahlkampf gemacht, wir hatten hier mal ein SDS-Aster, zwei Semester, da sind wir in die verschiedenen Vorlesungen gegangen, in Form von Go-Ins, wie das damals hieß, hatten aber auch Papiere geschrieben, nicht nur rumgeschrien und haben uns mit den Herrschenden da gestritten. Das war übrigens auch in Mannheim eine ziemlich harte Geschichte. Ja. Aus einer Institution zur Reproduktion von Herrschaftswissen und zur Ausbildung von bürgerlichen Führungskadern sollte durch Streikbewegung, Institutsbesetzung, öffentlichen Druck eine für alle offene Plattform zur Vorbereitung gesellschaftlicher Umwälzungen werden. Jetzt wieder ein Zitat von Karl. Entgegen der Manipulation von Presse und Regierung
die uns von der Bevölkerung mit aller Gewalt isolieren wollen, hat die APO, die außerparlamentarische Opposition, ihre Basis ständig erweitert. Es gibt keinen Sprecher und keine Gruppen, die sich nicht den Entscheidungen der Anwesenden unterwerfen müssten. Es gibt keine Funktionäre, die einen Posten auf Lebenszeit einnehmen. Alle unmittelbar Beteiligten entscheiden in direkter Abstimmung über die politischen Aktionen und Ziele. Dies ist der Hintergrund, auf dem die Organisation des Widerstandes vorgenommen werden muss. Also Kral, das kommt vielleicht auch später nochmal, die Anfangsphase war die Phase des Protests. Ihm ging es darum, von dieser Phase zum Widerstand überzugehen, um letztlich die notwendige Revolution, der Ansicht waren viele damals, dann auch auf den Weg zu bringen. Im Anschluss an einen aktiven Unistreik, also in Frankfurt, mit alternativem Seminarprogramm kam es im Januar 1969 erst zur Besetzung des soziologischen Seminars und schließlich auch zur vorübergehenden Besetzung des Instituts für Sozialforschung, die seither symbolisch für die Entfremdung von Frankfurter Schule und Studentenbewegung steht. Auf Anweisung von Adorno wurde das Institut von der Polizei geräumt und Kral wegen Hausfriedensbruch mehrere Tage in Untersuchungshaft genommen. Während Adorno meinte, er hätte ein theoretisches Denkmodell aufgestellt und weder ahnen können noch beabsichtigen wollen, dass Leute es mit Molotow-Cocktails verwirklichen wollen, zeigte der ohnehin ungleich stärker sich in die realen Bewegungen einmischende Herbert Marcuse Verständnis für die Studenten und Unverständnis für das Paktieren mit der Polizei. Unmittelbar sei die Theorie zwar nicht in der Praxis umzusetzen. Jetzt ein Zitat von Marcuse. Aber ich glaube, dass es Situationen, Momente gibt, in denen die Theorie von der Praxis weitergetrieben wird. Situationen und Momente, in denen die sich von der Praxis fernhaltende Theorie sich selbst untreu wird. Wir können die Tatsache nicht aus der Welt schaffen, dass diese Studenten von uns und sicher, in Klammern, nicht am wenigsten von dir, von Adorno, beeinflusst sind. Zitat Ende. Adorno hatte Kral vorgeworfen, dass dieser die Institutsbesetzung vor allem zur Binnenintegration des im Zerfall befindlichen SDS instrumentalisieren wollte. Dieser Vorwurf kann am besten dadurch entkräftet werden, dass Kral der Letzte war, dem politisches Engagement blind gegen Eigendynamiken, unreflektierte Zwänge und zu Zerfallsprozesse gemacht hätte. Im Gegenteil, gerade die Involvierung in praktische Auseinandersetzungen schärften seinen Sinn für das Auf und Ab der Bewegung. Eine Reihe der in Konstitution und Klassenkampf abgedruckten Beiträge kann insofern auch als Reflexion über die Verlaufsform der Bewegung, deren innere Widersprüche und Gestaltwandel gelesen werden. Mit dieser Reflexion möchte ich mich anhand des Gegensatzes von traditionalistischem und die autoritären Flügel im SDS auseinandersetzen, in die sich Kral als neben Dutschke wohl bekanntester Fürsprecher einer antiautoritären Linie einmischte. Gerichtet waren seine organisationsinternen Interventionen zunächst gegen diejenigen SDS-Genossen, die der Studentenbewegung ein an historischen Organisationsmodellen der kommunistischen Arbeiterbewegung orientierte Politik anempfehlen wollten. Das Konzept der leninistischen Kaderpartei von Berufsrevolutionären, deren eiserne Disziplin und Unterordnung unter die Direktiven der Zentrale gewährleisten soll, dass die Partei als Avantgarde der Massen auf den Umsturz der Staatsmacht orientiert, hält Kral für völlig verfehlt. Es verkennt nicht nur den zutiefst anti-autoritären Charakter der Studenten- und Lehrlingsbewegung, die sich ja gerade an aufgezwungenen Leistungsnormen, Disziplinierungserfahrung und bürokratischer Bevormundung entzündet habe. Das Konzept bietet auch beste Voraussetzungen dafür, dass der schon in seiner Propagierung zum Vorschein kommende Autoritarismus erneut in eine Reprimierung, also Unterdrückung individueller Bedürfnisse umschlage.
aus einer identitätsschwachen Unfähigkeit zum dialektischen Denken heraus werde Organisation als ein emanzipativer Prozess der Gegensozialisation schlichtweg stillgestellt. Jetzt kommt ein Zitat von Kralenhartes. Der niederträchtige Heidelberger Slogan von der Liquidation der antiautoritären Phase, dem Austrocknen des antiautoritären Sumpfes beinhaltet, wie immer er auch subjektiv gemeint sein mag, in der gegenwärtigen Übergangsphase dogmatische Repression. Er sanktioniert ein autoritäres Reaktionssyndrom, ohne zwischen richtigen Bedürfnissen und falschen Motivationen, stabilisierenden und zersetzenden Folgen zu unterscheiden. Zitat Ende. Krahls scharfe Kritik an subjektiven Voraussetzungen und objektiven Konsequenzen autoritärer Tendenzen im linken Traditionalismus lief auf alles andere als eine Beweihräucherung des organisationsfeindlichen Spontanismus heraus, dessen problematische und letzten Endes kontraproduktive Begleiterscheinung im Verlauf der verschiedenen Auseinandersetzungen um 68 herum fast ebenso offensichtlich wurden wie die Blindstellen des Kadermodells. Also es gab praktisch die zwei Extreme, auf der einen Seite die Flucht in Kaderpolitik und auf der anderen Seite das totale Sponditum. Kral kommt das große Verdienst zu, in einer sehr frühen Phase der Bewegung und fast simultan zur politischen Praxis derlei Schwierigkeiten überdacht zu haben. Was heißt spontaneistische Organisationsfeindlichkeit? In der historischen Arbeiterbewegung Europas rivalisierte eine sozialdemokratische Fetischisierung politischer Organisation bisweilen mit einem anarcho-syndikalistischen Spontanismus, der idealtypisch manifestiert im Mythos des Generalstreiks an die Selbsttätigkeit der im freien antistaatlichen Assoziation kommunizierenden Arbeitermassen glaubte. Vom suggestiven Maximalismus derartiger sozialer Bewegung fühlen sich auch viele antiautoritär eingestellte Studenten fühlten sich angezogen. Die prominentesten Beispiele in der BRD waren sicher subversive Aktionen in Kommune 1, die daran glaubten, organisiertes Spießertum durch provokative, chaotische und schockierende, in jedem Fall aber ungeplante und spontane Aktionen demaskieren zu können. Gerade in der Auseinandersetzung mit der Rigidität des Traditionalismus erkannte Kral im dogmatischen Antiautoritarismus Vorbilden dessen, was heute als negative Anarchie bekannt ist. Verweigerung begrifflicher und theoretischer Anstrengung, schlechte Verallgemeinerung politischer Augenblickserfahrung, Verdrängung von Kontinuitäts- und Verbindlichkeitserfordernissen, emanzipatorisch verbrämte Egoismen und nicht zuletzt emotionale Gleichgültigkeit anderen gegenüber. Gewissermaßen gab Kral Adorno und Habermas nachträglich recht, wenn er mit Argumenten, die sich auch bei ihnen finden ließen, Aktionismus und verselbstständigen Antiautoritarismus in der Entwicklung der Protestbewegung kritisierte. Der Charakter einer kleinbürgerlichen intellektuellen Bewegung musste die emanzipative Vernunft zerstören und zum Kampf aller gegen alle ohne langfristige Klassensolidarität führen. Ohne Orientierung im Rahmen einer proletarischen Organisation konnte sich Emanzipation in die Begriffswelt von Randgruppentätigkeit und allgemeiner Gattungsrevolution versteigen und Identität sich immer nur in neuen, spektakulären Aktionen bilden. So sehr, das ist auch ein Zitat von Alex Demirovic, so sehr diese entscheidende Einschätzung von Alex Demirovic auch zutreffen mag, feststeht, dass Kral sich im Gegensatz zu Adorno und Habermas nicht mit dieser Einsicht begnügte, sondern an der Orientierung auf eine praktische Lösung festhielt. Parallel zu seinem unmittelbaren politischen Engagement und zugleich als dessen integraler Bestandteil machte sich Kral in diesem Sinne mehr und mehr Gedanken über eine Ideologiekritik des antiautoritären Bewusstseins. Diese Ideologiekritik und die in ihr implizit angedeuteten Konsequenzen für ein Modell antiautoritärer politischer Disziplin
möchte ich nun vorstellen, um den Überblick über Hans-Jürgen Kahls Praxis politischer Intellektualität abzuschließen. Schon in den 20er Jahren hatte Georg Lukács eine bis auf den heutigen Tag mehr schlecht als recht beantwortete Frage gestellt. Die Frage ist, wie kann das Reich der Freiheit in einer kommunistischen und durchaus autoritären Organisationsform antizipiert werden? Mit anderen Worten, wie kann verhindert werden, dass in der aus historischen Zwängen abgeleiteten Organisationsform Mechanismen und Funktionsweisen ausgebildet werden, die das Ziel ebenso in Frage stellen wie die Motivation der in ihr tätigen Menschen? Bebildern lässt sich diese Schwierigkeit mit Erfahrungen aus den unterschiedlichsten Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens. Es betrifft die linksradikale Sekte nicht weniger als die Gewerkschaften, den Jugend- und auszubildenden Vertreter nicht weniger als die Asta-Frau, die Sozialistische Partei ebenso wie die politische WG, Kommune oder Genossenschaft. In all diesen Organisationsformen tritt das in all seiner Banalität mehr als hartnäckige Problem von Weg und Ziel, Anspruch und Wirklichkeit, Konsequenz und Inkonsequenz zutage. Auch wenn er seine Antwort nicht mehr hat präzisieren und ausformulieren können, kam Hans-Jürgen Kahl in der Studentenbewegung immerhin das Verdienst zu, sich zumindest gewissenhaft um eine Antwort bemüht zu haben. Immerhin war offenkundig, dass sich die politische Moral des Revolutionärs nach den zahlreichen bitteren Erfahrungen aus revolutionären Bewegungen nicht mehr so einfach verordnen ließ, wie Lenin und offenbar auch Marx geglaubt haben, der es sich nicht nehmen ließ, genüsslich den anarchistischen Traum vom neuen Jerusalem bereits in der Organisation zu verspotten. Die Ansprüche und Freiheitssehnsüchte des Individuums, welches seine Lage und mit ihr die ganze Gesellschaft verändern möchte, sind schließlich nicht nur legitim. Wer aus antiautoritären Motiven das sozialistische Prinzip, den Leistungsdruck, die Fremdbestimmung und die Unterdrückung des Lustprinzips verabscheut und hasst, dem ist nicht mit dem Hinweis gedient, dass es dazu in der Organisation der Gegenmacht keine Alternative gibt. Beziehungsweise die einzige Alternative zur autoritären Gegenmachtopposition, die ist, weiter in der bestehenden Gesellschaft unter Leistungsdruck, Zeitregime und Anpassungszwängen zu leiden. Es irren wahrscheinlich auch all diejenigen, die sich von autoritärer Unterordnung vergrößerte politische Schlagkraft versprechen. Welchen Wert hat eine öffentlich vertretene politische Position, die ein Parteimitglied nur aus willkürlich definierter Organisationsdisziplin, nicht aber aus innerer Überzeugung vertritt? Wird dieses Parteimitglied nicht entmündigt und der Unglaubwürdigkeit preisgegeben? In diesem Sinne hat auch Kahl gedacht. Die Fortschritte, die in der aufgeklärten Spontanität der schon selbsttätigen Gruppen, der Aktivierung der bislang unbewegten Gruppen erzielt werden, sind höher zu bewerten als die erleichterten Rechte, die von den Regierungen eventuell gewährt werden. Dieses gesellschaftsgeschichtlich angesichts des ungeheuer vergrößerten Widerspruches von faktischer Fremdbestimmung und potenzieller Selbstbestimmung mehr denn je berechtigte Selbsttätigkeitspathos muss nach Kahls Einsicht allerdings rückgebunden bleiben an ein politisches Realitätsbeziehen, das zu seiner disziplinierenden Selbsteinschränkung der antiautoritären Emanzipationsansprüche an die Organisation führen muss, nach Maßgab der praktischen Moralitätserfordernisse des politischen Kampfes und der theoretischen Leistungskriterien einer langfristigen Strategiediskussion. Ja. Kurz vor Kahls plötzlichem Tod ist die Offenheit des Widerspruchs von Kahl und einigen Genossen wohl am deutlichsten formuliert worden. Solange die Vermittlung von individueller und politischer Befreiung nicht antizipierbar ist, hat die Linke darauf kritisch zu reflektieren, dass sie temporär ihre Mitglieder Zwängen aussetzen muss, die theoretisch schwer abzuleiten, aber stets politisch zu begründen sind. Sie reproduziert allgemeine gesellschaftliche Gewaltstrukturen, die erneut die Emanzipation des Subjekts korrumpieren. Eine Überwindung dieser Hartnäckigkeit setzt möglicherweise das Bewusstsein der einstweiligen Hartnäckigkeit des Widerspruchs zwischen Realitäts- und Lustprinzip voraus.
Schließlich ist dieses Bewusstsein auch Teil des widersprüchlichen Alltagsverstandes, der unter Umständen bereit sein könnte, sich mit der antiautoritären Kraft der Selbstreflexion eher zu identifizieren als mit den autoritären Illusionen von Allwissenheit, Selbstgerechtigkeit und falscher Unmittelbarkeit.